Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie jetzt zu unserem Video über Lernmanagementsysteme begrüßen, die ja inzwischen in vielen Bildungsangeboten, zum Beispiel in Sprachkursen oder verschiedenen Lehrgängen, einen großen Stellenwert haben. Lernmanagementsysteme sind Internetplattformen, die so spezifisch hergerichtet werden können, dass sie das Lernen in einer bestimmten Gruppe optimal unterstützen. Sie helfen, Prozesse und Inhalte des Lehrens und Lernens zu strukturieren und zu organisieren, und zwar in einem geschlossenen virtuellen Raum, der passwortgeschützt ist. Die Lernenden treffen sich dafür unter einer bestimmten Internetadresse in diesem passwortgeschützten Raum und haben dann eine ganze Reihe von konkreten Möglichkeiten. Sie können Materialien herunterladen oder auch hochladen. Sie können hinaus ins offene Internet verlinken, miteinander kommunizieren, gleichzeitig oder zeitversetzt. Sie können kooperativ in der Gruppe lernen oder gemeinsam etwas arbeiten, spezielle Aufgaben erfüllen und direkt Feedback dazu erhalten und auch Lerntools anlegen, wie zum Beispiel ein Glossar oder Tests ablegen. Lernmanagementsysteme sind immer dann unverzichtbar, wenn viele Lernende in einer Veranstaltung oder zu einem Thema zusammenkommen, zum Beispiel an den Universitäten, oder wo vieles online passieren soll, zum Beispiel wegen großer Distanzen. Sie sind aber auch als Kursbegleitung praktisch, und das sogar, wenn es um kleinere Gruppen geht, die sich in kurzen Abständen treffen. Auf jeden Fall praktischer als eine Kombination von E-Mail, Dropbox und anderen Tools. Der große Vorteil ist, dass alles zum Lernen im betreffenden Kurs an einem Ort übersichtlich versammelt ist. Wir möchten Ihnen zu diesem Thema ein einfaches und sehr etabliertes Lernmanagementsystem vorstellen, und zwar Moodle. Moodle wird ja in Österreich breit genutzt, das fängt schon in der Schule an und geht in der Berufsbildung, an der Uni und in der Erwachsenenbildung weiter. Die Kurse auf Moodle können sehr unterschiedlich eingerichtet werden und können auch von der Oberfläche her verschieden aussehen. Ich blende hier mal als Beispiel drei verschiedene Kursoberflächen ein, die alle wirklich nur mit den einfachsten Moodle-Tools angelegt wurden. Sie sehen hier schon eine Lehrveranstaltung für Pädagoginnen an der Universität Graz. Im Mittelbereich unter dem Bild sehen Sie hier einen Bereich, wo verschiedene Unterlagen zu den Präsenzmodulen bereitgestellt wurden, in diesem Fall als PDFs. Und auf der linken Seite im Navigationsfeld sehen Sie hier einen Überblick über verschiedene Online-Aufgaben, die da angelegt worden sind, in diesem Fall im Format der Foren, sodass da auch von den Teilnehmerinnen Feedback dazu gegeben werden kann. Das nächste Beispiel wäre ein Lehrgang am Bundesinstitut für Erwachsenenbildung und hier das Lehrgangsmoodle mit Informationen rund um den Lehrgang, dann einem Glossar, das eben in diesem Moodle angelegt wurde, dann eine Möglichkeit für die Teilnehmerinnen, ein persönliches Lernjournal zu führen, und weiter unten gibt es auch einen Bereich für Peergruppen. Und wenn Sie wieder links schauen, sehen Sie hier in der Navigationsübersicht auch Bereiche, die für die einzelnen Workshops angelegt worden sind, Workshop 1 bis 7 und darunter einen Ordner für Literatur. Und in diesem Fall, wenn Sie jetzt rechts schauen, ist da auch der Bereich für neue Nachrichten aktiv und wird genutzt. Nächstes Beispiel wäre noch ein Referentinnenkurs im Rahmen des Netzwerks MIKA auf der Moodle-Seite der Wiener Volkshochschulen. Und hier sehen Sie unter den beiden Infoblöcken auch einen Bereich, wo die Teilnehmerinnen eben eingeladen werden, Materialien selber hochzuladen und so miteinander auszutauschen. Und in diesem Kurs besonders, aber das kann man auf diesem Ausschnitt jetzt nicht sehen, ist, dass noch weitere externe Tools verlinkt wurden. Konkret sind in diesem Kurs etliche Tools, die Sie schon aus der Einheit 2 unseres EBMOOC hier kennen, nämlich EduPad und Padlet in das Moodle eingebunden. Und auch das ist eine gute Möglichkeit in Moodle, wenn Sie zusätzliche Tools nutzen möchten, die nicht in Moodle an sich schon vorangelegt sind. Für mehr Informationen über Moodle darf ich an dieser Stelle eine der ersten Moodle-Expertinnen aus der österreichischen Erwachsenenbildung bei uns begrüßen, nämlich Hildegund Hetschko. Frau Hetschko leitet seit 2008 das Kompetenzzentrum Innovatives Lernen mit den Medien der Informationsgesellschaft an den Wiener Volkshochschulen. Hören wir uns jetzt mal gemeinsam an, was sie zu erzählen hat. Ja, hallo Frau Hetschko. Hallo Frau Aschemann. Willkommen bei uns im WWU. Ja, ich darf Ihnen gleich die erste Frage stellen. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass die Wiener Volkshochschulen Moodle verwenden? Eine sehr gute Frage. Denn in den Wiener Volkshochschulen bestehen ja die beiden Phänomene nicht, die wir im Video richtigerweise gesehen haben. Es gibt keine großen Distanzen zwischen Wohn- und Kursort und es gibt keine Massenklassen, ja, wie an den Universitäten.
Aber wir haben um das Jahr 2000 nach einem virtuellen Ort gesucht für unsere Maturantinnen und Maturanten im zweiten Bildungsweg, dass die für ihren Jahreskurs eine Dokumentation haben, wo sie einfach nachschauen können, was wurde wann gemacht. Das sind Leute, die alle im Beruf stehen, die alle, fast alle Familie haben und die diese Dokumentation wirklich brauchen. Ja, ja, ja. Das kann man sich gut vorstellen. Wie ist denn das denn weitergegangen? Wird jetzt Moodle auch für andere Angebote verwendet? Wie hat sich das weiterentwickelt? Ja, also der zweite Bildungsweg ist immer noch stark vertreten, weil tatsächlich die gute Vorbereitung auf Moodle ein großer Fortschritt war. Inzwischen haben wir viele andere Lehrgänge, zum Beispiel unser Projektmanagement, unser Qualitätsmanagement, alle unsere Ausbildungen für die Trainerinnen und Trainer, die langfristigeren sind alle auf Moodle abgebildet, weil auch hier dieser Vorteil, dass man immer wieder nachschauen kann, was man eigentlich gemacht hat, welche Übungen waren, etwas sehr Wichtiges ist. Ja, ja. Und besonders die Sprachkurse sind stark vertreten, denn im Sprachunterricht gibt es mit dem Online-Lernen Potenziale, die es ohne das Internet gar nicht gibt. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich nur eine Tondatei habe und die mir immer wieder anhören kann, selbstgesteuert, und ich habe alle anderen Lernunterlagen an einem Platz zusammengefasst im Moodle, dann ist das sicher sehr, sehr hilfreich. Ein Riesenvorteil, der das Lernen wirklich unterstützt. Ja, ja. Und wie ist es da den Referentinnen gegangen, oder wie geht es den Referentinnen? Wie lange braucht man als Referent oder Referentin, um sich da ausreichend einzuarbeiten und damit arbeiten zu können? Ein moderner Mensch braucht gar nicht viel Zeit, denn man ist ja im Internet ohnehin fit. Das Moodle-System ist fast selbsterklärend. Man hole sich 3-4 Tipps von jemandem, der oder die auch schon mit Moodle gearbeitet hat oder macht eine Einschulung, bei mir, versteht sich, und ist in 2 bis 3 Stunden ist man fit. Ein pädagogisches Konzept hat man ohnehin als Trainerin und Trainer. Ne? Ja, das muss dann umgesetzt werden. Also ich denke, das ist ein wichtiger Nebensatz. Die Arbeit mit Moodle ersetzt natürlich nicht die pädagogische Arbeit, das pädagogische Konzept. Aber ich habe auch gehört, es ist wirklich gut möglich, in 2-3 Stunden so weit fit zu sein, dass man da wirklich auch gut arbeiten kann damit. Und das klingt ja schon sehr ermutigend. Wie ist denn das jetzt für eine Einrichtung, wenn die beginnen möchte, mit Moodle zu arbeiten? Wie würde sie da vorgehen? Was braucht sie als Einrichtung? Also wir haben gerade gesagt, wie wichtig das Konzept für die Trainerinnen und Trainer ist. Genauso braucht die Bildungseinrichtung ein Konzept, wie wollen wir unsere Lehrenden und Lernenden unterstützen, und falls die Antwort ist, mit Moodle geht es am besten oder können wir am besten das umsetzen, was wir wollen, dann sind die Schritte vorgegeben. Man braucht einen Webserver, man muss sich Moodle downloaden, man braucht einen Programmierer, eine Programmiererin, die das Moodle ein wenig adaptiert von der Rohfassung. Wir haben in dem Video zuerst gesehen, jedes Moodle schaut ein bisschen anders aus. Eine andere Schrift, eine andere, anderes Logo und so weiter. Und dann braucht man noch eine Person für die Administration, die die Kurse verwaltet, die die Menschen registriert und in Kurse hineinschwuppt. Und dann müssen nochmal die Trainerinnen und Trainer geschult, motiviert und inspiriert werden und es geht los. Okay, Und den Programmierer braucht man eigentlich am Anfang, oder? Genau. Also nicht durchgehend. Genau, der ist eine Anfangsinvestition und mit fortschreitendem Betrieb wird man vielleicht daran denken, dass man das eine oder das andere braucht. Da wird man ihn dann vielleicht nochmal beauftragen, eine Kleinigkeit zu machen, aber das ist kein Dauerkostenfaktor. Also man braucht so die Personalressource des Administrators, der Administratorin, man braucht einen Webspace oder Server, und dann kann es eigentlich schon losgehen. Moodle selber verursacht ja, glaube ich, gar keine Kosten. Genau, Moodle ist ein Open-Source-Produkt, das dankenswerterweise gratis von Programmierenden aller Welt weiterentwickelt wird. Und man macht einen Download und hat es dann, gratis. Und wenn Sie sagen Open-Source-Produkt, gibt es da eine deutschsprachige Community, wo auch diskutiert wird und wo man vielleicht einmal Antworten kriegen würde auf Fragen, die einen so beschäftigen? Ja, ja, das ist eben einer der großen Vorteile von Moodle, denn Moodle und andere Lernplattformen, alle sind im Prinzip ähnlich gut, es hat keine riesengroßen Unterschiede, aber ein großer Unterschied, ein großer Vorteil von Moodle ist eben, dass es an vielen österreichischen, deutschen und Schweizer Schulen und Universitäten verwendet wird. Das heißt, der Austausch zwischen den
Trainerinnen und Trainern, zwischen Administratorinnen und Administratoren ist auch in der deutschen Sprache Webseiten füllend. Mhm. Und es gibt viele Tutorials auf, mhm. Auf YouTube zum Beispiel auf Deutsch. Mhm. Das heißt, dass man findet sich recht gut zurecht, ohne in eine fremde Sprache mhm. eintauchen zu müssen. Also das hört sich alles sehr ermutigend an. Danke mal für diesen knackigen und pointierten Einblick, auch aus Sicht einer erfahrenen Anwenderin. Ja. Gerne, ja. Gibt es noch irgendwas, was Sie uns abschließend mit auf den Weg geben wollen, so als Tipp vielleicht? Ja, also man soll keine Furcht vor Moodle ja. haben, denn das ist ein normales Internet. Wer sich im Internet wohlfühlt, wird sich auch auf Moodle wohlfühlen. Ja. Ja, im Austausch mit den Teilnehmerinnen, Lernerinnen, Studentinnen, wie auch immer. Und kein Perfektionsanspruch. Man beginnt mit ein paar Links, mit zwei Übungen, versucht eine Forumsdiskussion. Und mit dieser Politik der kleinen Schritte findet man heraus, ob das die Unterrichtsmethode, das Unterrichtstool meiner Wahl sein wird oder vielleicht auch nicht. Ja? Das kann auch herauskommen. Ja, danke, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich verabschiede mich wieder. Vielen lieben Dank. Ich danke, ja. Und ich möchte alle noch darauf aufmerksam machen, dass unten in unserer Ressourcenliste auch der Download-Link für Moodle angeführt wird. Am Ende dieses Videos nur noch ein paar Hinweise zum Üben mit Moodle. Wir haben dafür einen eigenen Moodle-Übungskurs eingerichtet, auf dem Sie sich einiges anschauen und anderes auch gleich selber ausprobieren können. Es ist sozusagen eine Mischung aus Schaufenster und Spielwiese. Dieser Kurs wird von Hildegund Hetschko bereitgestellt und serviciert. Den Link zu diesem Moodle-Kurs finden Sie weiter unten bei den Links zur Einheit und auch in der Übungsanleitung zu diesem Modul. In der Übungsanleitung erfahren Sie dann auch die Zugangsdaten zu unserem Moodle-Übungskurs. Und die Aufgabenstellung zu Moodle im EBMOOC darf ich an dieser Stelle auch gleich verraten. Bitte schauen Sie sich im Übungsmoodle um, probieren Sie die verfügbaren Tools aus und hinterlassen Sie auf eine beliebige Art ein sichtbares Zeichen. Eventuelle Fragen, die sich im Übungskurs ergeben, können Sie im Forum auf iMOOCs stellen oder Sie kommen einfach mit Ihren Fragen in unser Webinar. Ich blende Ihnen hier mal den Termin dafür ein. Dort können Sie dann auch mit uns und mit Frau Hetschko direkt sprechen. In diesem nächsten Webinar sind Sie jedenfalls ganz herzlich willkommen. Zu dem Zeitpunkt, zu dem wir dieses Video drehen und diese Lerneinheit angelegt haben, ist uns natürlich sehr bewusst, dass Moodle jetzt nicht die neueste Entwicklung ist, so wie diese Lernmanagementsysteme auch nicht zu den absoluten News im E-Learning gehören. Trotzdem sind wir überzeugt davon, dass sie wirklich Sinn machen. Es wird gleichzeitig jetzt auch viel von personalisierten Lernumgebungen gesprochen und geschrieben. Man muss aber sagen, dass personalisierte Lernumgebungen auf Seiten des Lernenden oder der Userin sehr viel mehr Vorwissen voraussetzen und viel anspruchsvoller und komplexer sind in der vorbereitenden Einrichtung. Mit einem einfachen Lernmanagementsystem wie beispielsweise Moodle können Sie mit wenigen Handgriffen einen Lernprozess organisiert und strukturiert digital darbieten und unterstützen. Und das ist nicht nur an den Universitäten weiterhin unverzichtbar, sondern auch in der Erwachsenenbildung, wo es einfach große Kurse oder Lehrgänge gibt, die man systematisch geordnet mit digitalen Werkzeugen unterstützen möchte. In diesem Sinne stehen wir wirklich hinter unserer Empfehlung und wünschen Ihnen viel Spaß mit Moodle. Hoffe, Sie nutzen auch wirklich alle den Übungskurs und hoffen, dass Sie weiterhin mit uns dranbleiben werden.